Sie die Dusche. Am Ostufer des Nils führt eine Fahrstraße zu den Felsgräbern von Beni Hassan. Unser Weg führt durch Al-Matahir al-Shar'iyya. Auf dem Friedhof neben dem Dorf fallen die zahlreichen Mausoleen aus Lehmziegel auf. Nach örtlichem Brauch dienen sie als Grablege der lokalen Großfamilien. Nur ein paar Kilometer entfernt von dem Dorf befindet sich Beni Hassan. Die Nekropole liegt hoch über dem Nil. In ihr wurden die Herrscher des Gazellengaues bestattet. Die Felsgräber stammen aus der Zeit der 11. und 12. Dynastie, als das altägyptische Großreich in regionale Fürstentümer zerfallen war, die um die Vorherrschaft im Niltal stritten. In den Bildzyklen an den Wänden spiegelt sich diese kriegerische Zeit wider. Kampfszenen und Gefechte dominieren das Geschehen. Die asphaltierte Straße Richtung Süden endet kurz hinter Beni Hassan. Zur Fortsetzung unserer Reise müssen wir zurück nach El Minya, um von dort aus am Westufer des Nils nach Assiut zu gelangen. Auf dem Rückweg machen wir Halt in Zawiyat el-Amwat. Hier, wo sich einst Hebenu, die Hauptstadt des 16. ägyptischen Gaus, befand, ist im Laufe der Zeit eine ganze Totenstadt entstanden. Mehrere hundert Grabmausoleen reihen sich zwischen dem Nilufer und den angrenzenden Bergrücken aneinander. Jedes eine Grablege für eine Familie aus der Umgebung. Es ist Ostersonntag und im benachbarten Dorf wird von den koptischen Christen das Fest mit einem Maulid, einem Jahrmarkt, gefeiert. Hinter El Minya machen wir kurz Halt, um Zuckerrohrsirup zu kaufen. Dieser wird direkt am Straßenrand hergestellt. Der frisch gepresste Saft wird so lange gekocht, bis dass er dickflüssig geworden ist. Das Zuckerrohr kommt von den umliegenden Feldern. Die Stängel werden maschinell gepresst und der austretende Saft fließt in die Auffangbecken zum Kochen weiter. Das Endprodukt wird in Kanistern abgefüllt. Ja,
ربي يا ستر وسترني من العبد الغدار يا ربي يا ستر وسترني من العبد الغدار تبعتو الباب الدار شافني وحكالي ما صار وجهو دايما مصفار ما بقى له حبيب ولا جمهار Hinter El Cossío biegen wir von der Nilmagistrale zum Kloster Al-Muharraq ab. Seine Gründung geht auf den heiligen Pachomius zurück. Nach alter Überlieferung steht es dort, wo Josef ein kleines Haus für die heilige Familie errichtete, die hier auf ihrer Flucht nach Ägypten für 3,5 Jahre Unterschlupf fand. Die meisten Bauten der Anlage wurden in der Neuzeit errichtet. Nur die Kirche der heiligen Jungfrau stammt aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Für die Christen der Umgebung ist das Osterfest ein Anlass, einen Ausflug hierher zu unternehmen. Fünfzig Kilometer entfernt liegt die Provinzhauptstadt Assyut. Sie ist der Ort mit dem höchsten Anteil von Christen in Ägypten. Zugleich entstand hier ein Zentrum der radikalen Moslembruderschaft, die für zahlreiche Attentate im Land verantwortlich war. Als Folge wurde der Tourismus in den mittelägyptischen Provinzen in den 90er Jahren ausgesetzt. Erst seit 1999 ist es unter polizeilicher Präsenz wieder möglich, die Gegend zu besuchen. Auf dem Markt von Assyut ist jedoch von religiösen Spannungen nichts zu spüren.